Verehrte Mitglieder der JLU, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Studierende. Ich wende mich heute mit dieser Videobotschaft an Sie im Rückblick auf ein turbulentes Wintersemester 2019-20, in dem wir es alle miteinander geschafft haben, den umfassenden Cyberangriff vom 8. Dezember 2019 abzuarbeiten und den Lehrbetrieb, den Forschungsbetrieb, den Verwaltungsbetrieb unter schwierigen Bedingungen zu sichern. Dafür will ich Ihnen nochmals im Namen des gesamten Präsidiums sehr, sehr herzlich danken. Ich hätte Ihnen allen, uns allen gewünscht, dass wir nunmehr in ein normales Sommersemester 2020 eintreten. Sie alle wissen, das ist nicht der Fall. Wir haben es diesmal nicht nur mit einem universitären Notstand zu tun. Wir befinden uns in einem gesamtgesellschaftlichen Ausnahmezustand aufgrund der Corona-Pandemie, die alte Gewissheiten und Sicherheiten erschüttert hat und die sehr viel Unruhe in unsere Gesellschaft gebracht hat, in die Wirtschaft gebracht hat und natürlich uns auch im Wissenschaftsbetrieb tangiert. Wir als Universität haben zwei Ziele verfolgt und verfolgen sie auch weiterhin. Erstens, wir sind ein großer Akteur im lokalen Kontext Gießens mit unseren 35.000 Mitgliedern. Wir wollen alle miteinander das Infektionsgeschehen hier in Gießen möglichst positiv beeinflussen durch das, was wir 35.000 JLU-Mitglieder tun oder auch nicht tun. Dieses Ziel werden wir auch weiter verfolgen. Deswegen werden wir auch in den nächsten Wochen darauf setzen, unnötige Mobilitäten zu vermeiden, große Ansammlungen von Menschen auf dem Campus nicht zuzulassen und insgesamt auf Formate zu setzen, die nicht auf Präsenz von Personen am gleichen Ort setzen. Das zweite Ziel, das wir verfolgt haben und auch weiter verfolgen, ist, den Basisbetrieb der Universität zu sichern. Den Basisbetrieb zu sichern heißt, dass wir alles, was dienstlich notwendig ist, für den Wissenschaftsbetrieb sichern, dass wir das tun unter Nutzung von Möglichkeiten wie dem mobilen Arbeiten, dass wir aber auch den Forschungs- und Verwaltungsbetrieb in den Kernprozessen weiterführen und damit auch die Grundlagen schaffen, das zu tun, was jetzt vor uns steht, nämlich einzutreten in die Vorlesungszeit des Sommersemesters 2020. Am 20. April beginnt die Vorlesungszeit des Sommersemesters 2020 und wir werden in Abstimmung mit den Dekanaten der 11 Fachbereiche ohne Präsenzlehre in die Vorlesungszeit des Sommersemesters 2020 eintreten. Das heißt, wir werden zunächst vor allen Dingen auf digitale Formate zu setzen haben und unser Plan A ist derzeit, dass wir im Laufe der Vorlesungszeit eventuell Ende Mai, Anfang Juni dann schrittweise in Präsenzlehre eintreten werden. Das hängt natürlich von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie ab, das hängt vom Infektionsgeschehen ab, das hängt auch von den behördlichen Anordnungen in diesem Zusammenhang ab. Falls nötig, werden wir die Vorlesungszeit ein wenig nach hinten strecken müssen. Das werden wir dann auch zu gegebener Zeit bekannt geben. Und wir werden uns hier natürlich abstimmen mit unserem Ministerium und den anderen Hochschulen. Falls es nötig sein sollte, werden wir den Puffer, den wir im September und im Oktober 2020 haben, nutzen, um Elemente in der Lehre nachzuholen, gegebenenfalls auch in Blockformat. Bund und Länder haben bereits letzte Woche entschieden, dass die Vorlesungszeit des Wintersemesters 2020/21 am 1. November beginnen wird. Wir haben also ein wenig Puffer, um bestimmte Dinge auch des Sommersemesters zu gegebener Zeit nachzuholen. Wir wollen in den nächsten Wochen und Monaten mit Verantwortung, Vertrauen und Transparenz diese schwierige Zeit, die vor uns steht an der Universität, wie für die gesamte Gesellschaft, gestalten. Wir setzen darauf, dass alle in ihren Verantwortungsbereichen Verantwortung übernehmen. Das gilt für alle Beschäftigten, das gilt für alle Studierenden. Wir werden in einem ungewöhnlichen Semester die
Lehre ungewöhnlich zu organisieren haben. Und ich setze darauf, dass alle dies mit dem Pragmatismus und der Kreativität, die uns an der JLU auszeichnen, tun werden. Es wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle Schwierigkeiten geben. Es wird noch unvorhergesehene Herausforderungen geben. Wir werden sie in der einen oder anderen Weise bewältigen, wenn wir alle miteinander die Verantwortung für unsere jeweiligen Handlungsfelder übernehmen. Wir setzen auch auf Vertrauen, und zwar wechselseitig. Wir als Präsidium, wir an der Universitätsspitze vertrauen darauf, dass alle Beschäftigten, alle Studierenden besonnen, klug, kreativ, pragmatisch mit dieser Sondersituation in den nächsten Wochen und Monaten umgehen werden. Sie haben unsere Rückendeckung. Auf der anderen Seite können Sie sich auch darauf verlassen, dass wir uns dafür einsetzen, dass die allergrößten Härten, die für Beschäftigte und Studierende derzeit entstehen, auch durch entsprechende politische Maßnahmen abgefedert werden. Ich denke da zum Beispiel daran, dass wir uns weiter dafür einsetzen, gemeinsam mit den anderen Hochschulen und den Wissenschaftsorganisationen, dass dieses Ausnahmesemester, vor dem wir stehen, möglichst pauschal nicht auf die Regelstudienzeit und nicht auf die BAföG-Bezugsdauer angerechnet werden. Ich denke da auch daran, dass wir für die vielen Beschäftigten, die sich in der wissenschaftlichen Qualifikation mit befristeten Arbeitsverhältnissen befinden, dass für sie auch eine Möglichkeit geschaffen wird durch entsprechende gesetzgeberische Maßnahmen, dass dieses Ausnahmesemester, dass diese kommenden Monate zu einer Verlängerung ihrer Arbeitsverträge pauschal führen können. Und wir setzen auf Transparenz. Wir werden wie in den vergangenen Wochen sie umfassend und sehr eng getaktet über die jeweilige Situation, in der wir uns befinden, informieren. Wir werden die FAQ-Liste aktuell halten. Wir werden über Rundschreiben weiter sehr intensiv darüber informieren, wie wir mit den Herausforderungen, die auf uns noch zukommen werden, umgehen wollen. Ich wünsche Ihnen jetzt zunächst, auch wenn dies unter widrigen Bedingungen stattfindet, ein gesegnetes, ein besinnliches Osterfest. Und ich vertraue darauf, dass wir mit der Haltung, die uns an der JLU schon immer ausgezeichnet hat, in dieses schwierige Semester eintreten werden und dieses Sommersemester 2020 gut gestalten werden. Es wird eine schwierige Zeit. Es ist eine schwierige Zeit für die gesamte Gesellschaft, für die Wirtschaft, auch für uns in der Wissenschaft. Aber wir wollen und wir werden und wir können auch unseren Beitrag dazu leisten, dass wir diesen gesamtgesellschaftlichen Ausnahmezustand bestmöglich gestalten. Ich danke Ihnen sehr.